Wir befinden uns in der St. Jakobikirche in Sangerhausen und das, was ihr hinter mir sehen und hören könnt, ist das Instrument des Jahres 2021, die Orgel. Der Name Orgel leitet sich vom griechischen Organon ab und bedeutet so viel wie Werkzeug oder Instrument. Und genau das war die Orgel ursprünglich auch einmal. Ein Werkzeug, um die menschliche Stimme beim Singen zu unterstützen. Daraus hat sich bald ein Instrument entwickelt, das als Königin der Instrumente bezeichnet wurde. Denn kein anderes Instrument ist so groß, so prächtig verziert, hat so viele unterschiedliche Klangfarben und kann ein so großes Tonspektrum abdecken. Trotzdem kann eine Person alleine dieses Instrument bedienen. Diese Person nennt man Organist oder in unserem Fall Organistin. Wie viele Orgeln gibt es in Deutschland ungefähr? In Deutschland gibt es ca. 50.000 Orgeln. Das ist bezogen auf die Fläche und Einwohnerzahl die höchste Dichte an Orgeln weltweit. Heute wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie die Orgel funktioniert und wie man verschiedene Klänge erzeugen kann. Dazu beginnen wir mit einem im Vergleich sehr kleinen Instrument, der Blockflöte. Die Blockflöte und die Orgel haben gemeinsam, dass beides Luftklinger sind. Das bedeutet, man bringt die Luft im Instrument zum Schwingen. Wenn man in die Flöte hineinbläst, gerät der Luftstrom auf das Labium. Im Labium wird der Luftstrom gespaltet. Durch diese Spaltung gerät die Luft in Schwingung und immer wenn Luft schwingt, entsteht ein Ton. Bei der Orgelpfeife ist es im Prinzip genauso. Auch sie hat ein Labium, das die Luft zum Schwingen bringt. Die Luft im Instrument schwingt immer so lange, bis sie einen Weg nach draußen findet. Deshalb hat die Flöte Löcher. Wenn die Luft nur wenig Platz zum Schwingen hat, dann wird der Ton hoch. Wenn die Luft viel Platz zum Schwingen hat, dann wird der Ton tief. Die Orgelpfeife hat keine Löcher, das heißt, sie kann nur einen Ton erzeugen. Und deswegen hat die Orgel auch so viele Pfeifen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt das Video kurz stoppen und mal versuchen zu zählen, wie viele es sind. Na, wie viele habt ihr gezählt? Es sind 122 Pfeifen. Aber was ihr hier sehen könnt, ist nur die Außenseite der Orgel, der sogenannte Orgelprospekt. Dahinter verbergen sich noch viel, viel mehr Pfeifen. Insgesamt hat diese Orgel 1908 Stück, die teilweise ganz unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Klangfarben erzeugen. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Jetzt sind wir in der Orgel, auf der mittleren von insgesamt drei Etagen, die sich hinter dem Orgelprospekt befinden. Hier sind die Pfeifen so angeordnet, dass sie von außen nach innen kleiner werden und auf der anderen Seite von innen nach außen leiterförmig wieder ansteigen. Jede einzelne Orgelpfeife steht auf einer Öffnung. Von dort bekommt sie den Wind, damit sie klingen kann. Diese Kästen hier sind sogenannte Windkanäle. Hier wird der Wind zugeführt für alle Orgelpfeifen. Und wenn wir den Windkanal weiter verfolgen, dann merken wir, dass er hinter der Wand verschwindet. Um zu wissen, wo der Wind eigentlich herkommt, müssen wir jetzt in den Turm gehen. Hier sind wir in der Belgkammer. Diese zwei Keilbälge versorgen die Orgel mit Luft. Angetrieben werden sie durch einen Elektromotor. Aber was hat man gemacht, bevor es Strom und Motoren gab? Es musste mit Muskelkraft gearbeitet werden. Sogenannte Kalkanten haben die Bälge getreten.
Bei besonders großen Orgeln konnten das bis zu 32 Personen sein. Hier sind wir am Spielschrank der Orgel. Von hier kann der Organist die Orgel spielen. Ihr seht, dass die Tastenreihen nicht ganz so umfangreich sind wie bei einem Flügel oder einem Klavier. Aber dafür haben wir zwei übereinanderliegende Tastenreihen. Man nennt sie Manuale. Das kommt von dem lateinischen Begriff für die Hand Manus. Und hier unten haben wir die Pedale. Den Begriff Pedal kennt ihr vom Fahrrad. Dort werden die Pedale mit den Füßen getreten. An der Orgel ist das genauso. Und ihr könnt beobachten, dass wir zwischen Manual und dem Pedal dieselbe Einteilung an Halbtönen haben, sodass wir eine Melodie, die wir auf dem Manual spielen, auch auf dem Pedal spielen können. Sicher habt ihr bemerkt, dass ich ein Register gezogen habe, um zu spielen. Ein Register bedeutet, ich habe für jede Taste eine Orgelpfeife gleicher Bauart. Ihr habt gehört, dass eine Orgelpfeife immer nur einen Ton geben kann. Daher brauchen wir für jede Taste eine andere Orgelpfeife. Die Register haben neben ihrem Namen auch eine Zahl. 8 Fuß steht auf diesem Register. Und Fuß ist ein altes Längenmaß, ähnlich wie die Elle. Ein Fuß sind ungefähr 30 cm und ein 8-Fuß-Register bedeutet, die längste Orgelpfeife hat eine Länge von 8 Fuß, also von umgerechnet 2,40 Meter. Dies wäre auch die Lage, in der ein Flügel oder ein Klavier spielen würde. Ich habe aber auch hier ein Register mit 4 Fuß. Wenn ich jetzt erstmal das 8-Fuß-Register spiele, danach das 4-Fuß-Register, hören wir, dass die Tonhöhe höher wird, und zwar genau um eine Oktave. Es gibt auch ein 2-Fuß-Register. Und ihr wisst jetzt schon, was passiert. Erst das 4-Fuß-Register, dann das 2-Fuß-Register. Der Klang wird wieder eine Oktave höher. Und im zweiten Manual habe ich sogar ein Register mit nur 1 Fußlänge. Das wird schon ganz schön hoch. Es geht aber auch in die andere Richtung. Ich habe nicht nur ein 8-Fuß-Register, sondern auch in die Tiefe wird es erweitert zu einem 16-Fuß. Besonders große Orgeln haben manchmal sogar noch einen 32 Fuß. Ich möchte euch einmal den tiefsten und den höchsten Ton dieser Orgel vorspielen und ihr seht dazu, wie die entsprechende Orgelpfeife aussieht. Hier der tiefste Ton. Das tiefe C im Pedal. Und der höchste Ton, das hohe D im Pedal. Zweiten Manual mit dem 1-Fuß. Könnt ihr es hören? Wie viele Manuale gibt es in Deutschland maximal an einer Orgel? Es gibt Orgeln mit 6 Manualen, zum Beispiel im Mainzer Dom oder in Waldsassen. Man muss sich wirklich schon lang strecken, um an das oberste Manual zu gelangen. Von den Tasten der Manuale und Pedale gibt es eine direkte Verbindung in die Orgel.
Tasten haben eine Verlängerung. Es ist hier eine mechanische Orgel und über kleine, dünne Brettchen, sogenannte Abstrakten und Wellen, wird der mechanische Impuls der Taste bis zur Windlade geführt. In der Orgel führt die Mechanik zu den Windladen des zweiten Manuals ganz oben, des ersten Manuals in der mittleren Etage und zum Pedal ganz unten in der Orgel, sodass jede Taste mit der entsprechenden Windlade, auf der die Orgelpfeifen stehen, verbunden ist. Die Traktur führt bis an die Windlade heran. Die Windlade ist das Herzstück der Orgel, denn hier wird die Luft so verteilt und geleitet, dass nur die eine Orgelpfeife, bei der die Taste gedrückt und auch das Register gezogen ist, Wind bekommt und dann klingen kann. Ihr könnt ja mal eine Weile überlegen, wie ihr dieses Problem lösen würdet. Währenddessen mache ich mal einen Teil der Windlade auf, damit wir einen Blick hineinwerfen können. Dort, wo die Traktur in die Windlade eintritt, ist alles mit Ziegenleder beklebt, damit das beweglich bleibt, aber trotzdem luftdicht. Denn der Wind muss ja in dieser Windlade bleiben, er darf nicht irgendwo entweichen. Durch den Impuls an der Taste öffnet sich hier in der Windlade ein Ventil. Die Luft, die hier unter hohem Druck in diesem Windkasten ist, geht hier hinter dem Ventil in eine kleine Kammer, die sogenannte Tonkanzelle. Auf dieser Tonkanzelle befinden sich alle Orgelpfeifen, die zu einer Taste gehören. Zwischen dieser Tonkanzelle und den eigentlichen Orgelpfeifen befindet sich aber noch die Registerschleife. Die Registerschleifen liegen im rechten Winkel zu den Tonkanzellen. In dieser Richtung verlaufen die Tonkanzellen, in dieser Richtung verlaufen die Registerschleifen. Sie bestehen aus drei übereinanderliegenden Brettern. Alle diese Bretter haben Bohrungen und das mittelste der Bretter lässt sich bewegen. Hier kann man es beobachten. Man verschiebt das mittlere Brett. Dadurch gehen die Bohrungen übereinander und oben drüber die Pfeife, die kann Luft bekommen und sie kann klingen. Die Registerschleifen haben, genau wie die Traktur, eine mechanische Verbindung zum Spielschrank. Wie viele Pfeifen hat die größte Orgel der Welt? Momentan hat die größte Orgel 33.114 Pfeifen. Sie steht in der Atlantic City Convention Hall in den USA. Die schwerste Pfeife dort wiegt 1.675 Kilogramm. Dass die Tonhöhe der Pfeifen durch die Länge bestimmt wird, das wisst ihr schon. Jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie man unterschiedliche Klänge erzeugen kann. Die Klangfarbe der Orgel wird erzeugt durch verschiedene Bauformen und durch das verwendete Material. Entweder verwendet man Holz oder Metalllegierungen. Das sind Verbindungen aus Zinn und Blei. Um den Klang der Orgel interessanter zu gestalten, hat man auch versucht, verschiedene Instrumente zu imitieren. Dafür wollen wir euch jetzt drei Beispiele zeigen. Das erste Register, das wir euch vorstellen wollen, nennt sich Viol di Gamba. Die Gambe ist ein historisches Streichinstrument der Barockzeit. Die Orgelpfeifen dieses Registers werden nach oben hin schmaler. Sie sind also konisch gebaut. Und so klingen sie.
Bei manchen Registern haben die Pfeifen einen Deckel. Das nennt man dann Gedakt. Mit Deckel klingt die Pfeife eine Oktave tiefer. Man spart damit also Material und Platz. Wenn ihr Boomwhacker in eurer Schule habt, kennt ihr das vielleicht. Setzt man dort die Kappe auf, klingen sie auch eine Oktave tiefer. Probiert das doch einfach mal aus. Ist in dem Deckel noch ein kleines Röhrchen, dann heißt das Register Rohrflöte. Wenn ihr sie jetzt hört, dann macht doch mal die Augen zu. Man kann wirklich denken, dass eine Flöte spielt. Eine völlig andere Bauart hat die Trompete, wie ihr sie hier sehen könnt. Sie gehört zur Familie der Zungenregister. Die Luft bringt eine kleine Metallzunge zum Schwingen, ähnlich wie bei einer Mundharmonika oder einem Akkordeon. Der Klang unterscheidet sich deutlich vom Klang der labialen Register, also von den Pfeifen, die wie die Blockflöte ein Labium haben. Manchmal werden bei einem Register mehrere Orgelpfeifen gleichzeitig zum Klingen gebracht. Das könnt ihr hier sehen. Mehrere Pfeifen stehen hintereinander in einer Registerschleife und werden deshalb gleichzeitig mit Luft versorgt. Das nennt man Mixtur. Über die Verwendung und den Klang erfahrt ihr am Spielschrank mehr. Mixturen sind sogenannte Klangkronen. Man registriert sie über einem Prinzipalchor, dann geben sie den ganz typisch strahlenden Orgelklang. Das Wort Prinzipal bedeutet so viel wie Vorsteher und die Register der Prinzipale stehen auch immer im Orgelprospekt. Sie geben einen vollen Klang. Ihr habt ja schon gehört, dass man verschiedene Register mischen kann. Man kann sogar jedes Register mit jedem anderen kombinieren. Aber wenn ich den Prinzipalchor aufregistriere, einen 8-Fuß und einen 4-Fuß und einen 2-Fuß dazu und dann noch eine Mixtur ziehe, dann haben wir das sogenannte Organoplenum. Man kann das noch erweitern, indem ich einen 16-Fuß ziehe und die große Mixtur. Dann haben wir schon fast den vollen Klang. Diesen Klang kann man noch um ein Zungenregister, um die Trompete erweitern. Aber ich kann als Organist nur den Klang der Orgel über die Register ändern. Das heißt, wenn ich ein Orgelstück spiele, brauche ich immer jemanden, eine Registrantin, die mir die richtigen Register zieht und damit sowohl die Lautstärke als auch den Klang der Orgel regelt. Bei dem nun folgenden Orgelstück könnt ihr das beobachten. Thank you.
Die Orgel hat sich über Jahrtausende zu dem großartigen Instrument entwickelt, das wir heute kennen. Im Römischen Reich, also in der Zeit um das Jahr Null, wurde eine frühe Form der Orgel in den großen Arenen genutzt. Mit Karl dem Großen kam die Orgel um das Jahr 800 nach Mitteleuropa und fand hier ihre Bestimmung in den Kirchen zur Unterstützung des Gesangs und zur feierlichen Gestaltung von Gottesdiensten und Messen. Wie alt ist die älteste spielbare Orgel der Welt? Die beiden ältesten Orgeln findet man in Ostönnen bei Soest und in Sion in der Schweiz. Beide sind um das Jahr 1430 entstanden. Gerade in Mitteldeutschland finden wir zahlreiche herausragende und berühmte Orgeln aus mehreren Jahrhunderten. Die Orgel in der Schlosskirche in Schmalkalden wurde 1590 geweiht. Sie hat ausschließlich Holzpfeifen, sogar im Prospekt. Dass Orgeln auch geografische Unterschiede aufweisen, sieht man beim Vergleich dieser Orgel mit dem Instrument von St. Stephanus in Tangermünde. Diese Orgel wurde von dem Hamburger Orgelbauer Hans Scherer im Jahre 1624 gebaut und ist ein Beispiel für den norddeutschen Orgelbau. Eine besondere Blütezeit erlebte der Orgelbau in der Barockzeit, also in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ein berühmter Orgelbauer in dieser Zeit ist Gottfried Silbermann. Von ihm stammen unter anderem die Orgeln im Dom zu Freiberg und in der Hofkirche in Dresden. Doch auch andere Orgelbauer dieser Zeit sind ebenso hoch geschätzt. Hier sehen wir die Orgel in Waltershausen von Tobias Heinrich Gottfried Trost. Sie wurde 1730 eingeweiht. Von dem Orgelbauer Zacharias Hildebrand sind nur 7 Instrumente erhalten. Er war Schüler von Gottfried Silbermann und erlangte auch durch die Tatsache große Bedeutung, dass er mit Johann Sebastian Bach zusammenarbeitete. Ihr konntet hier in der Sangerhäuser Jakobikirche eines seiner Instrumente jetzt kennenlernen. Es wurde 1728 eingeweiht. Bei einer Barockorgel erkennt man am Prospekt auch den Aufbau der Orgel. Hier deutlich zu sehen das Hauptwerk in der Mitte, das vom ersten Manual ausgespielt wird. Darüber das Oberwerk, das zweite Manual und rechts und links die Pedaltürme. Die berühmteste Hildebrand-Orgel steht in der Wenzelskirche in Naumburg. Hier gibt es auch ein Rückpositiv im Prospekt. Es wird so genannt, weil der Organist diesen Prospektteil im Rücken hat. Im 19. Jahrhundert, also zur Zeit der Romantik, änderte sich einiges im Orgelbau. Der Klang war nicht mehr so hell, sondern grundtöniger. Außerdem wagte man sich an immer größere Instrumente. Das hatte auch technische Neuerungen zur Folge. Ein berühmter Orgelbauer dieser Zeit war Friedrich Ladegast. Eines seiner bedeutendsten Instrumente steht im Merseburger Dom. Es hat 4 Manuale und 81 Register. Ein anderer Vertreter war Julius Alexander Strobel. Seine Orgel in Bad Frankenhausen ist aus dem Jahre 1886. Der Prospekt wurde nicht wie üblich mit Engeln, sondern mit Blumen, Obst und Gemüse verziert. Mit zu den größten Orgeln zählen die Instrumente des Orgelbauers Wilhelm Sauer. Seine Orgel in der Thomaskirche in Leipzig hat ca. 6000 Pfeifen. Sie wird auch nicht mehr mechanisch gespielt, sondern die Übertragung vom Spieltisch zu den Windladen erfolgt mit Winddruck. Man nennt sie deshalb pneumatische Orgeln. Der Unterschied ist auch am Spieltisch zu sehen. Die Orgel hat sich inzwischen auch aus der Kirche heraus zu einem Konzertinstrument entwickelt. Hier seht ihr die Orgel der Firma Schucke im Gewandhaus in Leipzig. Sie wurde 1981 eingeweiht. Eine Besonderheit im Prospekt sind die Horizontaltrompeten, die nicht aufrecht stehen, sondern waagerecht in den Raum hineinragen. Ein anderes Beispiel einer modernen Orgel steht in der Schlosskirche in Chemnitz. 2011 geweiht hat sie nicht nur eine moderne Farbgestaltung, sondern folgt klanglich französischen Vorbildern. Im Jahr 2017 wurde die Orgelmusik und der Orgelbau in Deutschland zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Nachdem ihr das Orgelvideo gesehen habt, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, warum. Ich fand es total spannend zu sehen, wie die Orgel von innen aufgebaut ist und wie die technischen Dinge zusammenhängen. Seit mehr als 40 Jahren spiele ich schon Orgel.
und es fasziniert mich immer wieder. Ich bin erstaunt, wie die Technik zusammenspielt, was alles passieren muss, damit ich auf der Orgel spielen kann. Und bei einer Orgel gibt es auch ständig Neues zu erfahren. Wollt ihr auch Neues erfahren? Dann erkundigt euch doch mal in eurer Region. Wo steht dort eine tolle Orgel? Vielleicht dürft ihr sogar mal die Orgel dort besichtigen.